Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir hier irgendwie Silent Hill mäßig angefangen. Haben es geschafft, in dieses Haus da vorne reinzukommen, weil da irgendwie so ein kleines Mädchen rauskommt. Und ich kann nur dann rein, wenn das Mädchen draußen ist, und muss mich dann anschleichen. Und innen drin ist dann eine Mumie. Kein Plan, was das für eine Mumie ist. Auf jeden Fall, als ich auf die Mumie draufgeschlagen habe, ist das kleine Mädchen rausgekommen und hat gesagt, ich soll das nicht machen. Und ja, dann bin ich rausgeflogen. Keine Ahnung, wie das kleine Mädchen es geschafft hat, mich da rauszuschmeißen. Wahrscheinlich hat es irgendwelche Hulk-Fähigkeiten. Mhm. Aber passt schon. Sie hat dich halt einfach rausgeschubst. Ja. Und ich warte gerade immer noch drauf, dass das kleine Mädchen da jetzt endlich mal rauskommt. Ja. Ich gehe mir lieber noch ein bisschen weiter weg. Aber es ist, gut gemacht, dass man halt von so weit weg noch die Tür und so sieht. Das ist schön, die Perspektive extra so gemacht, dass das geht. Ja, aber es kommt das kleine Mädchen nicht raus. Meinst du, hast es jetzt verkackt, ja? Ja. Nein. Warte, die kommt nicht raus? Warum kommt die nicht raus? Das hat doch vorher auch nicht so lange gedauert. Ah, da kommt's her. Das hat mich jetzt gerade... Was? Hä? Die Tür ist aufgegangen, aber die ist nicht raus. Hä? Achso, ich habe nur nicht... Das Spiel hat nicht angezeigt, wie sie rausgegangen Stimmt. ist. Stimmt. Das habe ich auch nicht Das hat das Spiel gerade echt nicht angezeigt. Ich habe mich gewundert, was zum Geier geht jetzt Ja, ab? Das dachte ich auch übrigens. So, okay, dann schleiche ich mich wieder rein. So. Okay. Also wieder da runter. Und da kommt das Viech raus. Aus dem Kleiderschrank. Hey, was haben wir denn da? Ein Bild. Okay. Ein Bild von einer Mumie. Aha. Die Teile. Schauen wir doch mal. Okay, es bringt nichts, dass ich die Maske auf habe. Tut er dir eigentlich weh? Also, ich würde das nicht das Schwerste. Weiß ich nicht, aber ich kann ansehen klicken. Diese Mumie sieht anders aus als jene vor dem Haus. Irgendwie scheint ihr Herz doch immer menschlich zu sein. Also tu etwas. Bist du völlig, wirklich völlig ratlos? Ja! Das ist eine fucking Mumie, die da vor mir ist. Das ist ja geil, die Frage. Bist du denn wirklich völlig ratlos, so als wüsste das Spiel gerade, wie du tickst? Ah, herrlich. Was zum Geier willst du von mir, Spiel? Was kann ich... Kann ich... Hä? Warte mal, vielleicht diese Musik... Gab's nicht irgendwie diese Musik der Sonate des Erwachens? Nee, würde keinen Sinn ergeben. KSK, nee. Gesang des Himmels, nee. Hymne des Sturms, nee. Lied der Schwingen, nee. Eponas Lied, ja. Lied der Befreiung, hey! Das klingt doch gut. Links, rechts, runter, links, rechts, runter. Probieren wir das doch einfach mal. Links, rechts, runter, links, rechts, runter. Oh! Ha, bin ich gut. Alter, ist das Creep. Was zum... Alter, ist das was? Jetzt weiß ich wenigstens, was los war. Vater! Ich hätte gleich von Anfang an drauf kommen können, dass das nicht dass das nicht irgendwie mit einer Krankheit zu tun hat, sondern dass es einfach nur eine stinknormale Maske ist. Genau. Ich hätte drauf kommen müssen, weißt. Ich hab's jetzt gerade gesehen, wie die Maske runtergefallen ist, weißt. Ah, da hätte ich eigentlich drauf kommen können. Echt? Hast du gesehen? Ich hab gerade gesehen, wie die Maske runtergefallen. Ja. Vater! Da hätte ich auch drauf kommen können. Da bist du doch drauf gekommen. Oh, Pamela. Anderson. Und deine Maps sind aber kleiner geworden. Oh, guck mal, wie das aussieht. Oh Gott, guck mal, wie das aussieht. Oh, Pamela. Guck dir das mal an. Ja. Und wie er guckt dabei. Das sieht falsch aus. Es sieht sehr falsch aus. Das sieht richtig pervers aus. Es sieht sehr falsch aus. Oh, Pamela. Ist jetzt gut. Oh, deine Lippen. Was? ich meine natürlich, was habe ich die ganze Zeit über gemacht? Oh Gott, sieht das schlimm aus.
ist mir das auch noch nie aufgefallen. Okay, ja. Wir ignorieren das jetzt einfach mal und spielen weiter. Du hast gar nichts gemacht. Hallo, es ist ein Kind, was sich an Bauch des Papas kuschelt. Hallo? Auf der Höhe ist nicht der Bauch. Naja, gut, kommt drauf das an. Hat, kommt das drauf ist etwas an. Anderes vom Mann. Der Mann ist groß, da ist etwas anderes. Das Kind ist klein. Kommt drauf da ist etwas an, anderes. Wie lang da ist etwas anderes vom Mann. Da ist etwas anderes. Er hat einen kurzen und dann ist da der Bauch. So, Schluss. Du hast einen bösen Traum gehabt. Nur einen kleinen bösen Traum. Jetzt reicht's. Wie alt ist das Kind? Wie alt ist dieses verfickte kleine Kind? Ich würde es so auf 6 schätzen. Das sind Sätze, die man von einem erwachsenen Menschen erwartet. Das sind Sätze, die man von einem Menschen erwartet, der Ahnung vom Leben hat. Keine Ahnung. Dazu muss irgendwie ich... 22, 23 Jahre kind alt. Das Kind hat es ja vom Vater, weil sonst hat der Papa das zum Kind immer gesagt. Und Kinder merken sich sowas. Ja, aber Kinder sagen sowas Doch, nicht. Doch, sagen sie. Nein, Glaub ich habe noch mir. Nie ein Kind erlebt, das sowas ist. Das Kind weint nicht mal, weißt? Das Kind hat gerade seinen Vater wiederbekommen. Der Vater war komplett crazy. Der Vater war komplett durchgedreht, als ob er gerade irgendwie 5 Schlampen hintereinander gefickt hätte und die 5. Schlampe ihm irgendwelche Drogen gegeben hätte. Als ich mein Praktikum im Kindergarten gemacht habe, saß ich in so einer kleinen Sitzhöhle mit Kindern zusammen und habe denen ein Buch vorgelesen. Danach musste ich zusehen, wie ich aus dieser blöden kleinen Kinderhöhle rauskommen, bin da irgendwie so halb rausgekraxelt, hab mir auch noch den Dötz dabei gestoßen. Dann hat die Dreijährige, weißt du, die Dreijährige hat zu mir gesagt, tja, das passiert, hättest du besser aufpassen müssen. Kinder sind ja, so. ja, aber in dieser Situation, es geht mir jetzt gerade um diese okay. Situation. Ein jedes Kind heult da Rotz und Wasser. Aber gut, wir spielen hier Zelda. Sie heult ja auch gerade Rotz und Wasser. Und deswegen kommen immer noch so hochqualitative Sätze. Natürlich. Natürlich. Ist ja ein schlaues Kind. Natürlich. Guck sie dir doch mal an. Ja, natürlich. Sie bläst gerade... Was? Egal, lassen wir das Thema. Ja. Diese Sprachausgabe gerade musste nicht sein, Spiel. Weißt du, was der Vater gerade für ein Geräusch gemacht hat? Nee. Echt? Ja. So ein Geräusch kam gerade vom Vater. Also kurz, der Vater ist gerade gekommen. Wir haben jetzt alles hinter uns. Wir können jetzt ganz normal reden. Pam. Also aus der Perspektive sieht das echt noch schlimmer aus eigentlich. Deswegen. Gyptos Maske. Einst saß diese abstoßendes Antlitz auf dem Gesicht von Pamelas Vater. Diese Maske wirkt so echt, dass selbst ein Gypto dich für einen der Seinen hält. Ich überlege jetzt gerade, eher, wenn ich jetzt mal auf das Spiel eingehe, ob es gerade wirklich, ich wollte jetzt gerade nämlich gerade hingehen mit denen reden, ob es nicht einfach besser ist, wenn ich gehe. Weil dazu gerade nämlich echt eine tragische Musik kommt, muss man dazu sagen. Und so witzig das jetzt gerade auch alles war, das ist doch irgendwie auch ein trauriger Moment gerade. Na, eigentlich ist es ja jetzt wieder ein fröhlicher Moment. Die Nein. haben sich wieder... Ja, aber trotzdem im Endeffekt bleibt es ein trauriger Moment, finde ich. Okay, ich kann die nicht mal ansprechen. Aber Taya will mir was dazu sagen. Jetzt lass sie endlich in Ruhe, verstehst du denn gar nichts? Bist dermaßen un... Blödes Drecksvieh von Fee. Was habe ich denn gerade eben noch gesagt? Ja, echt. Eigentlich hast du genau das gesagt, was du tun solltest und dann... Blödes Dreckstück von Fee. Ich glaube, die Fee ist nicht sensibel, weil die Fee nicht auf dich eingeht. Okay, jetzt, wo es gibt, ist Maske da. Die soll... Schade, ich habe jetzt gemeint, ich verwandle mich wirklich in eine Mumie. Ja, und jetzt? Hier sind doch gar keine Gyptos mehr. Hä? Nee, aber du kannst... Aber hier sind doch gar keine Gyptos mehr. Ist jetzt eigentlich da vorne die Tür offen? Ich glaube, die war doch mal zu. Was steht denn da eigentlich auf dem Schild? Mach, was du willst. Diese versiegelte Tor wird sich niemals öffnen. Und was ist, wenn ich ein Gypto bin? Dann auch nicht. Okay. Hä? Okay.
Okay, auf jeden Fall Fortschritt, das ist schon mal was. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal was. Was muss ich jetzt machen? Ich muss irgendwas mit der Maske machen. So viel ist klar. Verpiss dich! Du brauchst doch noch eine Rabenmaske. Damit die Raben nicht mehr auf dich zukommen. Ja, dafür kann ich ja diese Ich-mach-mich-unsichtbar-Steinmaske. Ach so, dann kommen die nicht auf dich zu? Nein. Ja, ist doch geil. So, was steht denn da auf dem Schild drauf? Geisterhaus. Ziellose Geister warten... Was? Zum... Okay, dann gehen wir doch mal rein. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, hier war ich schon mal drin. Das Reich von Ikana wurde auf diesem Land erbaut. Seine Geschichte ist mit Dunkelheit befleckt, mit in Blut getränkt. Sogar jetzt noch versammeln sich die Geister jener hier, die keine Ruhe finden können. Jene, die hier sind, um den zu finden, der stärker ist als sie. Finden vielleicht die Stärke in einer Gruppe von Geistern, deren unerfülltes Verlangen nicht mit ihnen starb. Sofern du Vertrauen in dein Geschick und deine Kraft hast, versuche diese verlorenen Seelen zu retten. Dennoch musst du den irdischen Preis und ich habe kein Geld dabei. Vielleicht war das letzte Mal auch schon. Ich glaube, ich war da schon mal drin. Ich glaube, das letzte Mal war ich dann auch hier und dann habe ich auch kein Geld dabei. So, was muss ich jetzt mit der Maske machen? Das ist die Frage. Halt's Maul, Taya. Was zum Geier ist das denn schon wieder? Ausgetrockneter Brunnen aufgrund diverser Geistererscheinungen ist der Zutritt und das sagt. Ja, aber der kann doch gar nicht mal ausgetrocknet sein. Es sei denn, der ist so oder so ausgetrocknet. Geh mir da einfach mal rein. Passt schon. Ja. Ist okay. Ist okay, passt. Passt schon. Unter dem Brunnen. Hallo, ein Gipto. So, so, so. Okay. War das jetzt nur mein... Bilde ich mir das nur ein oder bewegt sich der Gipto? Ah, nee, das sieht nur aus wegen den... ich kann ja mit denen reden, okay. Hinfort! Ja, ich gehe ja schon. Gebt mir etwas Köstliches zu kauen. Etwas, das wächst, wenn man es gießt. Am besten 5 davon. Was zum Geier? Scheiß. Was zum... Etwas das, wächst... Das finde ich so Erbsen, lustig. Erbsen. Das finde ich so lustig. Wundererbsen, oder? Mir fällt wenigstens gerade nichts anderes ein. Erbsen. Etwas, das man essen kann. Wächst und so. Erbsen halt. Hallo. Ja, wieso schreist du mich auch an? Etwas Blaues, etwas, das mich gesund macht. Warum? Soll ich mir jetzt ein blaues Elixier kaufen? Was wollt ihr von mir? Soll ich mich da jetzt reinkaufen oder was? In die Gesellschaft der Gyptos. Die Gesellschaft der Gyptos ist ja so... Das ist eine hohe Gesellschaft. Ja, das ist die höchste Gesellschaft überhaupt. Da muss man sich erstmal reinkaufen. Okay. Also brauche ich blaues Elixier. Und ich brauche Wundererbsen. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo man Wundererbsen hier kaufen kann. Ich schon. Du hast im ganzen Spiel irgendwie keine einzige Wunderpflanze Wundererbse eingepflanzt. Doch. Echt? Ja. Habe ich schon eingepflanzt. Wo? Ach so, die eine hier in Termina. Nein, das war im Palast von diesem F, von diesem Ach Affen. So, da, ja. Okay. Genau, wo ich da im Untergrund war, da konnte ich so eine, da war so ein Typ, der mir eine verkauft hat. Aber, ja. Ich weiß ja, wo ich noch welche kaufen kann. Na ja, halt, weg von dem, weil sonst kommt ja der eine Typ daher. Und Ach halt, ich brauch doch gar nichts abheben. Ich hol mir einfach die 100 Rubine von da drüben. Ja, eine gute Idee. Brauch ich doch nichts abheben. Das stimmt. Da brauche ich doch gar nichts abheben. So.
Dann holen wir uns einfach hier schnell das Geld. Ich schätze mal, ich brauche dann einfach Wundererbsen und das blaue Elixier. Gut, die 100 Rubine reichen dafür aber nicht, weil das blaue Elixier... Wie viel kostet denn das blaue Elixier? Oh nein! Oh nein! Oh, es fällt ihm früh auf. Oh nein, warte mal. Blaues Elixier. Oh nein, nein, nein. Was, nein? Oh nein, warum? Was fluchst du so, hm? Warum? Was, warum? Ich will nicht nochmal in den Wald, um Kotake zu retten. Nicht? Nein! Bist du das nicht irgendwie anders? Nein. Oh, musst du Kotake retten? Oh. Armes Töff-Töff. Jetzt bleibt er stehen und glotzt mich an. Ich sag jetzt einfach gar nichts darauf. Nicht? Ich sag jetzt einfach gar nichts. So, die arme alte Hexe braucht Hilfe. Caillou, ich sag jetzt einfach gar nichts. Achso, halt, ich bin aber Einzahl, ups. Und ich hab's extra noch vorgelesen. Abheben. Naja, ich dachte, du wolltest nichts mehr sagen. Ja, ich rede nicht mehr mit... ja. ja, Leute, wir sind jetzt... Ich spiele jetzt hier wieder alleine weiter. Das Ding... Das alte Ding ist jetzt weg. Genau, das alte Schwein. Das alte Schwein, genau, das alte Schwein ist jetzt weg. Ich habe aber komischerweise immer noch irgendwelche Stimmen im Kopf. Ich wollte gerade sagen, komisch, dass du darauf eingehst, was das alte Ding dir ins Ohr flüstert. Ich sollte echt noch irgendwie mal zum Psychiater gehen, weil ich habe irgendwelche komischen Stimmen im Kopf. Und du rennst gegen irgendwelche Wände und hast dann irgendwie ein Schädeltrauma. Du bist nämlich gerade gegen die Wand gerumst. Da fällt mir was ein. Und zwar... Dir geht ein Licht auf. Und zwar, geh mal weg. Hallo, Ipona. Oh, das kann ich gebrauchen. Und zwar, mir fällt da etwas ein, was mir ein Abonnent mal gesagt hat. Hier über Zelda. Und das will ich jetzt überprüfen. Weil ich der felsenfesten Überzeugung war, dass das nicht so war, wie er es gesagt hat. Er ist allerdings der felsenfesten Überzeugung, dass es so ist, wie er es sagt. Und jetzt wollen wir das doch gleich mal überprüfen. Da bin ich ja. Und ich renne gerade den großen Weg. Ich merke es gerade. Ups. Du streitest dich häufiger mit deinen Abonnenten. Auf jeden Fall wollen wir das jetzt mal überprüfen. Einfach schnell hier entlang so. So. Okay. Und zwar, hier soll es angeblich laut seiner Aussage beim Sumpfcenter, also da, wo wir dieses komische Rennen da, dieses Pfeilabschießen mit der Hexe gemacht haben, soll es angeblich eine Eule geben. Also eine Eule, wo ich halt mich hinporten kann, weißt du? Sowas soll es da angeblich geben. Aber ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich da keine Eule gesehen habe. Ach so, da oben hinterm Haus oder so, ne? Also hier ist keine Eule? Vielleicht hinterm Haus. Nö, kann sein, dass da irgendwo eine Eule ist, die hier ist. Also hier ist nirgendwo eine Eule. Ja, vielleicht dahinter. Hinterm Haus. Bist du schon mal hinters Haus gegangen? Komisch. Nee, also hier ist nirgendwo eine Eule. Allerdings habe ich jetzt schon eine Idee. Ich schaue einfach mal hinter das Haus. Du bist so doof, ey. Mal schauen. Nee, hier ist auch nichts. Aber hier ist ja auch nicht die Hexe. Ach nee. Vielleicht drin. Nee, drin. Da hinten, da gehen. Unten, da. Ja, genau, er sagt Infocenter. Er hat gesagt Infosender. Ja gut, dann kauf mal das erstmal ein. Bei dem kann man ja, glaube ich, nicht. Ich sehe was du nicht siehst und das ist eine Eule. Ich verkaufe Wundererbsen, das ist wunderbar. So. Aber so ein... Ja, ich will Wundererbsen... was jetzt? Hä? Achso, muss ich mich... Da muss ich ein Deku sein, stimmt ja. Deku. Da. So. So. Bla bla bla. Ja, eigentlich ja. Bla bla bla. Ja, verkauf mir deine Wundererbsen. Ja. Danke.
Herzlichen Dank. Ja, weiter. Ich brauche 5 Stück. Einfach auf die A-Taste hämmern. Drei haben wir schon. 4 haben wir. So, und ich würde mal sagen, wir waren jetzt böse genug. Wir haben jetzt Kaiolein lang genug ignoriert. Das sagt er nur, weil ich die Eule schon gesehen habe. Das könnte auch sein, ja. Jetzt gucken wir mal. Also auf jeden Fall hat er gesagt, dass hier eine Eule sein soll. Wie paart ihr Dekus euch eigentlich? Ihr habt keine Geschlechtsteile. Du Egal. Weißt nicht, was er unter seinem Gehölz hat. Oh, da hinten! Tatsache! Tatsache, ich habe schon die ganze Zeit gesagt, dass es blöd ist, dass hier keine Eule ist. Wie konnte dass ich das bescheuert eigentlich ignoriert habe? Das fand ich die ganze Zeit schon scheiße, dass hier keine ist. Aber, hey! Er hat tatsächlich recht. Ja, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr. Ist scheiße. Es ist jetzt natürlich blöd. Weil das jetzt irgendwie fast schon peinlich ist. Ja, ich wusste aber seinen Kommentar noch. Ich wusste seinen Kommentar noch, aber ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, du weißt auf jeden Fall, dass du gemeint bist. Schäm dich. Schäm dich. Du weißt auf jeden Fall, dass du gemeint bist. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, muss ich mal sagen, dafür. Das hilft. Auch wenn ich... Halt, ich hab das Ding vergessen. Auf jeden Fall, danke dafür. Wahrscheinlich werde ich es zwar nicht mehr brauchen, weil ich da wahrscheinlich eh nicht mehr hin muss, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen. Auch wenn ich das Spiel eh nie wieder spielen werde. Was? So schlimm fandst du das? Ich werde das Spiel danach wahrscheinlich nie wieder spielen. Oh. Ich kann das Spiel zigtausendmal spielen. Ich liebe es immer wieder. Du musst bedenken, ich besitze das Spiel nicht. Ach ja, stimmt. Ich habe mir das Spiel ja illegal angeeignet. Nee, du hast es dir ausgeliehen. Ja. Siehst du? Was in der Regel eine illegale Eignung ist. Ich finde, Ausleihen ist völlig okay. Wenn du es dir illegal runterladen würdest, dann. Legitim ist es trotzdem nicht, sagen wir es mal so. Findest du? Ich finde, Ausleihen ist okay. Was ist so? Was steht denn zum Beispiel, wenn du dir eine DVD kaufst, zum Beispiel? Was steht denn da in diesem Text, der am Anfang immer kommt? Hast du den schon mal durchgelesen? Ja, aber dann würde es ja heißen, dass alle, mit denen man zusammen die DVD guckt, dass das quasi illegal ist. Wenn du es ganz genau nimmst, ja. Ja, das heißt, man kann nie wieder einen ordentlichen DVD-Abend mit seinen Freunden wenn machen. Wenn du ganz, es sei denn, jeder nimmt seine eigene DVD mit, präsentiert es unterm Fernseher, um zu beweisen, richtig, dass jeder diese DVD besitzt. Wenn du es ganz genau nehmen willst. Ja, das ist totaler Quatsch. Aber da würdest das ist du das, was ich jetzt sagen will. Wenn ja. es steht da drauf, es ist verboten, das irgendwo fortzuführen. Und ein DVD-Abend ist eine Vorführung. Ja, das wenn stimmt. Wenn du es ganz genau nehmen willst. So. Ist ja auch so. Okay. Achso, ich kann bei dir kaufen. Ah, ich kann bei dir kaufen, ohne dass ich... Vielleicht reicht das auch, wenn du es einmal gemacht hast. Achso, doch. Oder doch nicht. Ich musste schon wieder diesen Pilz geben. Ich habe den Pilz vergessen. Warum ich? Ich habe den Pilz vergessen, den ich mit dem Schwein holen muss. Warum quält mich das Spiel so, Caillou? Weil das Spiel so ist, wie es ist. Warum quälst du mich so, Spiel? Warum quälst du mich so? Du bist bei mir sowieso schon irgendwo in der untersten Schublade und versuchst nicht mal irgendwie da rauszukommen. Das Spiel ist großartig. Warum quälst du mich so? Ich finde das Spiel naja toll. Ich würde mal sagen, dann machen wir im nächsten Part mal weiter und dann muss ich mir irgendwo diese Schwammerl besorgen. Und dann halt der Hexe die Schwammerl bringen, damit sie das blaue Elixier machen kann. Naja, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.